Guten Tag, ich möchte für Sie einmal den Bereich Steuern aus dem Papier des Koalitionsausschusses etwas näher beleuchten. Wir von der SEAK, wir freuen uns darüber, dass eine Vielzahl von steuerlichen Aspekten schon in diesem Entwurf enthalten sind. Neben dem bereits in den Medien diskutierten Mehrwertsteuerermäßigungen möchten wir noch auf einige weitere Dinge eingehen. Und zwar auf die befristete Anhebung der Höchstgrenzen für den steuerlichen Verlustvortrag. Wir von der SEAK halten das für ein richtiges Instrument. Es verbessert die Liquidität der Unternehmen. Das ist, wie wir aus unseren Corona-Blitzumfragen gemerkt haben, ein häufiges Problem. Aber, und hier möchten wir einschränken, der Zeitraum ist zu kurz, die Koalition hat besprochen, dass dieses Instrument nur bis 2021 laufen wird. Wir schlagen eine längere Laufzeit vor, bis 2022, eventuell sogar noch länger, weil auch die Unternehmen länger etwas von der Corona-Krise spüren werden. Es wird neue Abschreibungspläne geben, auch das halten wir für richtig, aber auch hier sind wir dafür, dass dieses Instrument nach seinem Auslaufen fortgesetzt wird. Momentan ist es ein zeitlich begrenztes Instrument. Wir halten es für erforderlich, auch im Zuge einer Entbürokratisierung, dass dieses Instrument weitergeführt wird. Zuletzt möchte ich noch auf das Körperschaftssteueroptionsmodell kurz zu sprechen kommen. Hier geht es darum, dass Personengesellschaften die Anrechnung der Gewerbesteuer auf ihre Einkommensteuer vornehmen können. Auch das halten wir für ein richtiges Instrument. Aber gerade bei uns im SEAK-Bezirk ist das Problem, dass die Gewerbesteuerhebesätze meistens so hoch sind, dass die Unternehmen davon nur sehr wenig profitieren können. Hier hätten wir uns ein deutlich progressiveres Vorgehen gewünscht. Insgesamt kann man sagen, dass es aus steuerlicher Sicht ein gutes Paket ist, das die Koalition hier geschnürt hat. Aber es gibt Raum für Verbesserungen. Wir würden uns eine Fortsetzung in Normalzeiten wünschen.